Das 23. Kurt-Weil-Fest präsentiert vom 27. Februar bis 15. März 2015 knapp 60 Veranstaltungen, zwei Ausstellungen sowie Führungen unter dem Motto Vom Lied zum Song. Erstmalig rückt auch Magdeburg als Veranstaltungsort in den Fokus, um das Publikum zu erweitern. Das Theater und das Landesfunkhaus bieten hierbei einen passenden Rahmen für den Geist von Kurt-Weil. Wir wären womöglich von uns selber gar nicht so kühn gewesen, das anzugehen. Der Impuls dazu kam aus der Landesregierung, mit der wir ja in kontinuierlichen Gesprächen ohnehin sind, weil das einer unserer wichtigsten, wenn nicht der wichtigste, vom Finanzvolumen der wichtigste Förderer ist, des Kurt-Weil-Fests, das kontinuierlicher Förderer ist. Und als wir darüber sprachen, wie wir in Zukunft diese Marke Kurt-Weil in den Verbund Dessau als Stadt der klassischen Moderne, Sachsen-Anhalt als ein Land der klassischen Moderne durch viele Faktoren einfach noch besser rausstellen können, noch greifbarer machen können, damit auch besser noch wuchern können für das Land, gab es eben die Frage, ja, warum kann man denn nicht eigentlich Kurt-Weil auch mal in Magdeburg spielen? Und den Impuls haben wir sehr gerne aufgenommen und da wir ohnehin mit dem MDR ja grundsätzlich in einer sehr engen Partnerschaft sind, aber auch hier mit Frau Lüdecke und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier eine ziemliche Intensivierung der Beziehungen, der Kontakte, der Zusammenarbeit, bis hin dazu, dass Frau Lüdecke jetzt in unserem Kuratorium ist, seit einiger Zeit vollzogen haben und haben entwickeln können, war natürlich einer der ersten Wege, sage ich jetzt mal, oder eine der ersten Fragen, könnten wir eventuell den MDR gewinnen, auch noch sich stärker am Weilfest und an einem Wochenende in Magdeburg zu beteiligen. Ich mag Weil sehr und ich finde das außerdem eine fantastische Möglichkeit, dass das Publikum in Magdeburg für Weil zu gewinnen. Und hoffentlich, wenn Sie hier am Ort und bequem ins Theater gehen können, für ein Konzert werden Sie auch den Weg nach Dessau schlagen für mehrere Konzerte. Wir kennen uns schon seit Kölner Zeiten und als wir über dieses Projekt gesprochen haben, da kam gleich das Wort oder der Name von dem Dirigent Jim Holmes, der bei Ihnen viel gemacht hat, weil es wirklich ein Weil-Spezialist ist und ist aber auch ein Dirigent, ein Kollege und Freund von mir ist, weil wir zusammengearbeitet haben im English National Opera, wo er Street Scene dirigiert hat. Also da sind viele Fäden sind eigentlich mit diesem ersten Gespräch zusammengekommen. Und weil ich denke, genauso wie wir jetzt auch mit dem Telemann-Festtage mit Barock-Spezialisten zu tun haben, jetzt im Theater Magdeburg, ist das schön für mich, dass wir wirklich auch einen Weil-Spezialist im Haus bringen. Das ist eine Bereicherung fürs Publikum, aber auch, wie Sie sich vorstellen können, für unsere Orchester und für unser Ensemble und Chor, die dann die Möglichkeit haben, in dieses fantastische Repertoire auf höchste professioneller Ebene eigentlich da die erste Begegnungen zu machen. Ja, also ich meine, das Problem eher, wenn man denkt an ein Wahlkonzert, also wir machen jetzt an einem Wochenende einmal ein Gastspiel von Ute Lempe, wir freuen uns irrsinnig drauf, also ich auf jeden Fall, das ist für mich immer schön, wir laden viele Gäste eigentlich in eine Spielzeit zu Sonderkonzert und ein Ute Lempe in Magdeburg zu haben, ist für mich ein persönlicher Genuss. Ich freue mich sehr drauf, es gibt kein bessere Darstellerin und Sängerin gerade für dieses Fach. Ja, und dann war mein Wunsch, dass wir uns anschließen mit einem Gala-Konzert mit Jim Holmes, mit unseren Kräften des Hauses. Und da denke ich mir, was schön ist für uns, ist, und das sind unsere Stärken. Gerade habe ich Ihnen gesagt,
English National Opera haben wir Street Scene gemacht. Und das sind Sachen, das ein Opernhaus wirklich gut machen kann. Weil man braucht doch ein Chor, man braucht ein großes Orchester, man braucht Gesang, ausgebildete Gesangssolisten. Und dann natürlich präsentiert sich ein fantastisches Repertoire und wunderbare Möglichkeiten. Mein erster Gleichwunsch war dieser berühmte Ice Sextet oder Ice Cream Sextet aus Street Scene zu machen. Aber sicherlich, wir machen auch aus den Surabaya, Johnny aus Happy End und aus Marie Galante, Musical Songs, also in einem Versuch wirklich Berlin, eine Brücke zwischen Berlin und New York zu bauen. Und gerade für uns, also genau diese zwei so interessanten, spannende Seiten des Arbeits von Weil. Einmal diese Chanson mit Ute Lemper und einmal diese große Musicals für die große Bühne, große Orchester und Kräfte eines Hauses. Also ich freue mich, es ist ein, immer wieder etwas Neues zu machen in unserem Haus, ist immer schön, dass wir immer nach außen schauen und einen Stützpunkt sozusagen von Dessau. Wir finden das eine Ehre, dass wir auch mit dabei sein können. Wir freuen uns und wie gesagt, wir hoffen damit ein größeres Publikum in Magdeburg für das Rest ihres schönen Festivals in Dessau gewinnen zu können.